Meine Damen, meine Herren, bitte schlagen Sie doch mal die Noten auf, die ich Ihnen heute mitgebracht habe. Schön, wir fangen mit den Herren an. Und... Kein Schwein ruft mich an. Sehr schön. Jetzt die Damen. Jetzt alle zusammen von Anfang, bitte. Kein Schwein ruft mich an. Keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn. Ich schweig das Telefon. Das war ja wirklich... Wenn ich da an unsere Madrigale denke, die wir mit deinem Vorgänger gesungen haben. Das ABBA-Medley, das ist auch toll. Apropos Money Money. Hier. Oh, vielen Dank. Wir möchten öfter mit dir probieren. Was hältst du von zweimal die Woche zwei Stunden? Das wäre toll. Dann hätte ich schon die Miete drin. Ja, gern. Schick bist du. Hast du ein Rendezvous? Nein, nicht wirklich. Tschüss. Ah, Herr Schneider, ich bringe heute unseren Spitzenball. Ja, ja. Herr Schmidt ist oben. Hallo Papa, wo willst du hin? Geschäftstermin. Was gibt's? Wir waren verabredet. Du wolltest, dass ich vorbeikomme. Ja, vor einer halben Stunde. Herr Schneider, wo haben Sie denn Ihren Kopf? Die Unterlagen brauchen Sie doch. Hallo Katrinchen. Hallo. Was ist denn jetzt? Steig ein, Katharina. Wir reden während der Fahrt. Schnall dich an. Stress? Quatsch. Wer hat dir denn die Suppe versalzen? Es wird einem halt nichts geschenkt. Übrigens möchte mein Chor jetzt zweimal die Woche mit mir probieren. Ja? Was verdienst du da? 25 Euro die Stunde. Wie willst du davon leben? Das geht schon. Diesen Satz höre ich jetzt seit Jahren. Ich habe für dich morgen ein Vorstellungsgespräch organisiert. Nicht schon wieder. Doch, bei einem Kollegen. Der hat eine große Firma und der Job, der... Ein Job? Ich hab einen Job, Papa. Wenn du spätestens in einem Monat wieder los sein wirst. Du bist so ein Pessimist. Ich bin ein Realist und ich kenne meine Tochter. Du hast noch nie wirklich etwas zu Ende gebracht. Zuerst dieses Musikstudium... Das ich abgebrochen habe und die Männer, die ich alle vier Wochen aus meiner Wohnung schmeiße. In deinen Augen mache ich sowieso alles falsch. Ja. Soll ich jetzt schuld sein? Nein, das meine ich überhaupt nicht. Aber es wird nicht besser, wenn du die ganze Zeit mein Leben organisierst. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich schaff das schon. Was machst du denn jetzt? Raus. Papa! Katharina, bitte! Ich habe wirklich andere Probleme. Schluss jetzt! Ist ja schon gut. Ja, hallo? Wie, wo ich bin? Das habe ich total vergessen. Schwing dich auf deinen Sattel, aber Tempo, Baby. Ja, Entschuldigung. Amen. Wir alle haben uns hier versammelt, um dich zu feiern. Deine Schönheit, deine Liebreiz, deine ewige Jugend. An dieser Stelle möchte ich auch unserer hinreisenden Tochter Betty danken für diese tolle Organisation und unserer lieben Freundin Sophie Linzer für das
ausgezeichnete Barbecue. Es war mir eine Ehre, für so eine außergewöhnliche Persönlichkeit wie meine liebe Freundin Susi koche ich natürlich selbst. Liebe dich. Übrigens, Bartl, alle Rezepte können Sie nachlesen in meinem neuesten Buch. Am Grill mit Sophie Linzer. Ein wunderbares Buch. Ein wunderbares Buch. Also, herzlichen Glückwunsch. Na, schmeckt's? Möchten Sie noch einen Nachschlag? Entschuldigung, sonst deppert. Zuerst nerven Sie alle mit dem scheiß Handy. Und dann fressen Sie mein Befehl, ja? Au! Entschuldigung, geht's wieder? Alles zum Besten im Wilden Westen. Soll ich hier noch was zu trinken bringen? Ich störe nur ungern, aber ich glaube, die Musik spielt da drüben. Der Bart hängt schief. Danke. Sie haben da was. Hä? Das ist doch der Penner. Mein Buffet. Tomatensaft mit Salz und Pfeffer und das Bordmagazin, bitteschön. Ist wohl spät geworden gestern. Gestern war der schlimmste Tag in meinem Leben. Aha. So wie damals, als du dich auf dem Balkon ausgesperrt hast und die Feuerwehr dich retten musste? Da konnte ich überhaupt nichts dafür. Gestern war es anders schlimm. Richtig schlimm. Was denn? Ich habe den Job bei der Band verloren. Das ist nicht schlimm. Ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Das ist schlimm. Erzählst du uns beim Frühstück genau, was passiert ist? Und? Wie machst du das immer? Ja, stell dir vor, Ben soll sein Partner werden. Was? Ja, Juniorpartner. Und darüber habt ihr gestern Nacht noch gesprochen? Ja. Das ist ja sensationell. Hast du schon den Architekten angerufen? Ja, Mama, ich habe mit dem Architekten schon gesprochen. Okay, ich rufe dich später noch an, ja? Tschüss. Tschüss. Meine Mutter hat sich noch mal ziemlich über diesen Trampel gestern auf der Westernparty aufgeregt. Wen? Diesen Trampel auf der Party gestern. Ah ja, Zucker? Schon drin. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Einen Moment. Ja. Mein Vater will dich zum Partner machen. Ja, freust du dich denn gar nicht? Doch, doch. Natürlich. Ich fände es nur toll, wenn ich das von deinem Vater persönlich erfahre und nicht über drei Ecken. Okay. Wie findest du das denn? Sieht hübsch aus. Wirklich? Wenn ich das in der Galerie ausstelle, kann ich sie nächsten Monat zumachen. Wann denn, Schatz? Ich meine, Partner. Nach der Hochzeit? Nein, keine Angst. Ich weiß nicht wann. Bald bestimmt. Verkauft sich nicht. Verkauft sich nicht, verkauft sich.
Verkauft sich nicht. Vielleicht hätte ich mich wirklich gleich bei Papa entschuldigen sollen. Nein, das machst du doch immer. Ihr solltet euch einfach mal in Ruhe lassen. Am besten eine Weile nicht sehen. Hast recht. Und dann soll er aufhören, dir immer diese Vorstellungsgespräche zu organisieren. Das hat nichts mit dir zu tun. Warum kapiert er das nicht? Früher hat Mama mich da immer verteidigt. Aber wenn die wüsste, dass wir so streiten. Wo ist denn deine Mutter jetzt? Da. Wohnt deine Mutter hier im Haus? Nee, die ist tot. Kann ich mal Salz haben? Magst du einen Orangensaft, Bodo? Bruno. Aber gerne. Ach, scheiße. Entschuldigung. Zu mir sagt er auch manchmal Karin. Stimmt doch gar nicht. Hallo? Schläft er mit dir auch? Nee, da ist er noch gar nicht drauf gekommen. Eine Sekunde bitte. Die Sekretärin von deinem Vater. Christel, guten Morgen. Was ist los? Wir haben Ihren Vater in ein künstliches Koma versetzt. Aber er ist jetzt stabil. Ich würde gern noch bei ihm bleiben. Ja, natürlich. Die meisten Angehörigen wollen schnell wieder weg. Oh, bis später. Es tut mir leid, Papa. Ich will nicht mit dir streiten. Aber du machst dir immer so viel Sorgen um mich. Ich bin doch erwachsen. Und das mit den Vorstellungsgesprächen, das... Was? Ja, die Firma ist pleite. Wir sitzen ganz schön in der Bredouille. Papa kann seine Kredite nicht mehr bedienen, schreiben die. Am 6. muss er in der Bank erscheinen. Es ist ja heute. Ja, ich weiß. Was machen wir denn jetzt? Ich dachte mal, der Firma geht es gut. Wie kann denn das kommen? Die Firma hatte im letzten halben Jahr kaum Aufträge. Aber das ist so weit. Du musst dahin. Ich? Ich habe doch überhaupt keine Ahnung. Dein Vater hat vor Jahren eine Vollmacht ausgestellt. Danach bist du seine gesetzliche Vertretung. Christel, auf gar keinen Fall. Ich kann sowas überhaupt nicht. Hier geht es nicht um Können. Du bist seine Tochter. Bitte. Nein. Doch. Nein. Frau Hasemann. Frau Schneider, da sind Sie ja endlich. Wo ist denn Ihr Vater? Im Krankenhaus, der hatte einen Herzanfall. Ach, du liebes bisschen. Und wie geht's ihm jetzt? Schlecht. Jetzt kommen Sie erst mal rein. Ja, darf ich vorstellen? Herr Reiser, Frau Schneider, Herr Halbauer, Frau Hasemann. Herr Cowboy. Sie sind doch die Klavierspielerin. Ja, wie bitte? Ach, Sie kennen sich. Nein, nicht ja, wirklich, nein. Lassen Sie uns jetzt endlich anfangen. Ja, gerne, von mir aus. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Tja. Als erstes möchte ich feststellen, dass Frau Katharina Schneider heute als Vertretung für ihren erkrankten Vater fungiert. Zweitens, wir haben eine gesetzlich vorgegebene Frist von 3 Wochen. Der Stichtag ist also der 27. dieses Monats. Richtig. Und drittens, bevor wir uns auf ein langwieriges Insolvenzverfahren einlassen, haben wir als Bank uns dafür entschieden, der Firma zunächst einen Berater zur Seite zu stellen. Und das ist Herr Halbauer. Ich werde die Firma überprüfen und sehen, ob sie noch zu retten ist. Soweit wir das bisher beurteilen konnten, sind keine Werte vorhanden, die veräußert werden könnten. Doch, mein Vater hat doch dieses Haus am Wörthsee. Das er schon vor 3 Jahren bei seinem letzten Kreditantrag komplett beliehen hat. Wussten Sie das nicht? Doch, stimmt, hatte ich vergessen. Der Kredit wurde vor 4 Monaten das letzte Mal bedient. Sie sind doch mit den Geschäften Ihres Vaters vertraut, oder? Katharina, Frau Schneider kennt die Firma von klein auf. Ja. Das ist ja schön und gut, aber in solchen Fällen müssen wir die Möglichkeit prüfen, die Firma zu verkaufen. Verkaufen? Ja, so schnell wie möglich. Sie können nicht das Lebenswerk meines Vaters einfach verscherbeln. Mein Kollege tut nur seine Arbeit. Für die Lage der Firma kann er wirklich nichts. Mein Vater hat vor 40 Jahren diese Firma gegründet. In 3 Jahren geht er in Rente und dann kommen Sie hier an? Beruhigen Sie sich. Ich habe noch gar nicht angefangen, mich aufzuregen! Geben mir 3 Wochen, die Firma zu retten. Das schaffe ich nicht.
Nie. Wann kannst du denn wieder mit deinem Vater reden? Lohnt sich's überhaupt, die Firma zu retten? Und die Tochter hat tatsächlich überhaupt keinen Plan? Nee, null. Tut aber so. Jetzt schaue ich mir den Laden erstmal an. Attraktiv? Ziemlich marode, keinerlei Vermögenswerte. Mensch, ich meine die Tochter. Ach so. War auf der Westernparty, die Klavierspielerin. Ach, na, dann würde ich ja eher die Tochter sanieren, die Firma. Frank, wir sind hier nicht in der Kanzlei. Hör mal, Konfuzius sagt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Erzähl das mal Betty. Ja, jetzt komm, los. Die Firma, das ist sein Ein und Alles. Du hast doch den Berater, der muss dir helfen. Der will alles nur ganz schnell loswerden. Außerdem kann ich mir so einen Berater überhaupt nicht leisten. Brauchst du doch gar nicht. Die Bank zahlt den Berater. Und wenn die Firma wieder flüssig ist, dann holen sie sich das Honorar zurück. Was der alles weiß. Probieren? Ja. Tüger, ich bin begeistert. Wie sieht er eigentlich aus? Wer? Na, der Berater. Das ist doch total unwichtig. Doof. Na dann. Was mit dem Coca-Cola? Ich hab keinen Hunger. Katharina. Hallo Katharinchen. Ich habe dem Herrn schon alles über unsere Firma erzählt. Welchem Herrn? Dem Berater. Oh, der ist schon da? Ja, der ist schon da. Seit 47 Minuten. Sie pflegen wohl eine gleitende Arbeitszeit, wenn ich das richtig sehe. Gleitende Arbeitszeit, das ist gut, das gefällt mir. Waren wir verabredet? Wir sind jetzt dauerverabredet, Frau Schneider. Wir arbeiten zusammen. Sie haben gestern schon verstanden, worum es geht, oder? Doch, ja klar. Gut, dann brauche ich die Rechnungsunterlagen der letzten 5 Jahre, alle Lieferantenverträge, Personalakten und Mietverträge, ja? Gut, besorge ich Ihnen. Und wenn Sie nächstes Mal noch bitte sagen, kriegen Sie vielleicht sogar einen Kaffee. Sehr gerne. Guten Morgen. Morgen. Huch, was ist denn hier schon los? Guten Morgen, Frau Pasemann. Ich habe Frau Schneider schon um die Unterlagen ab 2002 gebeten, wenn Sie mir die bitte bringen könnten. Ja, aber wo soll ich da... Bitte. Ja, natürlich. Ich bemühe mich. Menschenskind, meinst du, das geht jetzt so weiter? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan, das merkt er doch. Du musst also tun, als ob du auch die Akten studierst. Und wo? Der hat sich doch total breit gemacht an Papas Schreibtisch. Was soll das denn? Ich kann mich ja schlecht noch neben Sie quetschen. Gut, dann fangen wir mal an. Mein Name ist Albert Fröhlich. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin der Chef des Servicebereichs, oder wie es früher hieß, der Oberkellner. Der Herr Fröhlich. Fest angestellt? Ja, klar. Tja, dann gehe ich mal wieder. Ich komme mal mit. Mich wahnsinnig. Der macht die ganze Zeit Häkchen. Was macht der da? Frau Pasemann, mir fehlen noch diverse Abrechnungszeiträume aus dem Jahr 2003, 2004 und 2006. Da müsste ich noch mal ins Archiv. Haben wir ein Archiv?
einer Minute. Frau Schneider, könnte ich noch die Liste mit den nächsten Veranstaltungen bekommen? Ja, da gibt's nicht viel. Die Taubenzüchter heute Abend. Die Jahresversammlung des alteingesessenen Münchner Taubenzüchtervereins Henriette. Ja, wir betreuen diese Kunden schon seit über 20 Jahren. Über 20 Jahre. Und was noch? Da müsste ich erst mal nachschauen. Ja, tun Sie das. Das brauche ich heute noch, inklusive Kalkulation. Sagen Sie, funktioniert der noch? Ja, klar. Das ist mein Computer. Wieso? Nur so. Es gibt gar keine anderen Aufträge, oder? Hier meine Lieblingstaube Madeleine. Meine jüngste Emily hat sie großgezogen. Ihren bisher schönsten Einsatz. Aber hallo. Bei der Hochzeit, ja, was Kugels. Ist mit mir? Es ist zur Freude aller Gäste. Stimmt irgendwas nicht? Irgendwas? Es stimmt überhaupt nichts. Ich meine, würdest du dich hier amüsieren? Wir machen das aber schon seit 20 Jahren so. Hat sich bisher noch keiner beschwert. Ich mag eh keine Tauben. Scheißdinger! Was ist das denn? Schnittchen. Ja, das sehe ich. Aber das sind die traurigsten Schnittchen, die mir im Leben untergekommen sind. Die Fröhlichen sind ausgeflogen. Was gibt's denn sonst noch? Würstchen mit Kartoffelsalat. Ah, da wundert mich nichts mehr. Dann lege ich jetzt mal meine gute Laune-Kassette an. Nur über meine Leiche, Herr Fröhlich. Eh schon egal. Ein Bild von Mama. Ach, Frau Schneider, gute Nachrichten. Ihrem Vater geht's schon besser. Wir werden ihn bald aus dem künstlichen Koma holen. Ich habe leider keine guten Nachrichten für ihn. Sie müssen ihn aber schonen. Ich habe ein paar dringende geschäftliche Fragen an ihn. Auf keinen Fall. Er kann jetzt keine Aufregung vertragen. Ja? Gut. Ja, keine Ursache. Schönen Tag noch. Ja. Frau Schneider wäre jetzt da. Danke, Frau Kallmann. Sie soll reinkommen. Wollten Sie mich beeindrucken oder warum sollte ich vorbeikommen? Danke, dass Sie gekommen sind. Leider haben wir nicht viel Zeit. Ich muss gleich noch zur Bank und dann zum Gericht. Oh, hat man Sie verklagt? Nein, ich bin beratend tätig für eine Firma, die es auch nicht geschafft hat. Aha. Ich habe gestern einige Überstunden für Sie gemacht. Eine erste Analyse der Firma Schneider. Bitte, schlagen Sie auf. Also, Ihr Vater hat in den letzten Jahren keinerlei Investitionen getätigt. Akquise ist nicht vorhanden, die Auftragslage ist erschreckend. Jeder hat mal schlechte Zeiten, das kriegt man doch in den Griff. Erstens. Wir sparen uns viel Zeit und Energie, wenn Sie so tun, als ob Sie den Durchblick in der Firma hätten. Zweitens. Überlassen Sie das Geschäftliche mir. Und drittens, Sie müssen sich von Ihren Angestellten trennen. Bitte. Betriebsbedingte Entlassung. Kein Geld, keine Löhne. Damit eins klar ist, ich werde niemandem kündigen. Gut, dann verkaufen Sie. Frau Schneider, wenn Sie die Firma wirklich retten wollen, müssen Sie Ihre Gefühle am besten vergessen. Fast alle Angestellten sind über 50. Die kriegen doch nie mehr einen Job. Das ist unverantwortlich. Genau das ist Gefühlsduselei. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Verkaufen. Nein! Gut, dann Aufträge akquirieren, effizient arbeiten und Zeitarbeitskräfte einstellen. Die bilden keinen Betriebsrat, in dem er sich auseinandersetzen muss. Was anderes fällt Ihnen nicht ein? Sie sind doch der Berater. Frau Schneider, mal ganz ehrlich. Was können Sie, was der Firma wirklich nützt? Sonst noch was? Sie sind so... Ich habe einen Termin. Wiedersehen. Schön. So, wir machen es nochmal. Akkord halten bis zu meinem Zeichen. Und...
Frau Schneider, mal ehrlich. Was können Sie, was der Firma wirklich nützt? Oh, Entschuldigung. Gibt's denn irgendwas, was Frau Schneider ändern kann oder ändern wird? Ich meine, Änderungen, die der Firma wirklich nützen. Dazu steht gar nichts in Ihrer Analyse, Herr Halbauer. Ist alles in Ordnung? Ach, ich kann meine Angestellten nicht mehr bezahlen. Dabei kennen die mich, seit ich so bin. Und der Halbauer macht Druck. Halbauer? Ja, so ein Berater. Und was schlägt er denn vor? Wer? So ein Berater. Akquirieren. Ich soll Aufträge akquirieren, aber wo sollen die denn herkommen? Ich habe eine Idee. Du wirst sehen. Du wirst den Drachen schon überzeugen. Frau Schlee, Sie müssen sich um nichts kümmern. Schaffen Sie das überhaupt mit Ihren Vorbereitungen bis übermorgen? Das ist überhaupt kein Problem. Unsere Firma arbeitet ja blitzschnell. Also wir sind auch Meister im Improvisieren. Improvisieren? Frau Schneider meint die künstlerische Seite. Die Firma selbst arbeitet wie ein Schweizer Uhrwerk. Und was darf ich dann unter künstlerisch verstehen? Ein Motto zum Beispiel? Haben Sie schon ein Motto? Nein, hatten wir noch nie. Dann haben Sie jetzt eins. Aha. Und was für eins? Drache. Eine Drachenparty vielleicht für die Kinder? Der kann doch bestimmt was locker machen. Wer? Der will einsparen. Der will euch wegrationalisieren. Der spricht von Zeitarbeitskräften. Was? Das hat uns gerade noch gefehlt. Am Ende kommen noch so schwindelige Studenten. Die haben von diesem Geschäft überhaupt keine Ahnung. Ich will das ja auch nicht. Mit Verlaub, Fräulein Katharina, zwischen wollen und können ist ein himmelweiter Unterschied. Sie haben noch sehr wenig Erfahrung in dem Gewerbe. Das stimmt. Aber ich werde mich bemühen, das verspreche ich euch. Wenn ihr bei dieser Kindergartenparty nicht umsonst mitmacht, dann schaffen wir das nicht. Umsonst? Es tut mir leid, aber da bin ich raus. Ich lasse mich von dir nicht ausbeuten. Kindergartenparty? Sowas hatten wir zuletzt vor 20 Jahren. Ihr seid das Herz der Firma. Auf euch kommt's jetzt an. Ihr wollt doch nicht auf der Straße stehen. Wissen Sie denn, dass ich hier bin? Ich habe Ihre Sekretärin ausgequetscht. Die Arme, die muss aber lange arbeiten. Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Was ist so wichtig? Ich habe mit meinen Mitarbeitern gesprochen. Und? Sie verzichten auf einen Teil Ihres Gehalts. Gut. Und deswegen sind Sie jetzt hierher gekommen? Ja, es kommt noch viel besser. Sie stiften nämlich Ihre Kaffeekasse und von dem Geld kann ich die Einkäufe für den Kindergarten-Event bezahlen. Kindergarten-Event. Meine erste Akquise. Eine Kindergartenparty. Das ist doch super. Jetzt geht's los. Kindergarten. Sie meinen das wirklich ernst? Was passt Ihnen denn jetzt schon wieder nicht? Hören Sie. Das sind Peanuts. Das bringt nichts. Besorgen Sie was Richtiges. Peanuts? Kinder sind doch keine Peanuts. Wenn die einen schönen Nachmittag haben und wir dafür auch noch Geld bekommen, dann ist das doch toll. Sie müssen ihnen die schwarzen Zahlen. Sie begreifen wirklich überhaupt nichts. Das Gleiche wollte ich Ihnen gerade sagen. Dann sind wir uns ja einmal einig. Nein, das sind wir nicht. Mann, Sie Eisklotz! Was war das denn? Nichts, komm. Ich wusste gar nicht, dass du auf sowas stehst. Frank, das war eine Klientin. Komm jetzt. Ach so, ich verstehe. Die kam mir gleich so bekannt vor. Konfuzius sagt, Vögel, die am Morgen singen, holt abends die Katze. Wollen wir jetzt quatschen oder kämpfen? Naja. Ja. Oh, Mann! Hat aber jemand eine Laune, Mensch!
Nein, nicht schon wieder. Verdammt! Hallo Prinzessin, alles in Ordnung? Oioioi, was ist denn passiert? Da, diese Drecksschokolade. Komm auf, Anhänger, was ist los? Und schau mal hier. Mama meint, da könnten wir gut einen Kamin einbauen. Was meinst du? Deine Mutter will aber nicht mit einziehen. Ach, jetzt hab dich doch nicht so. Sie möchte halt einfach ein bisschen an unserem Leben teilhaben. Und zum Einzug machen wir ein riesengroßes Fest mit Catering und allem, was dazu gehört, ja? Bisschen teuer, findest du nicht? Du, meine Eltern würden uns auch 500.000 zu dem Kauf dazugeben. Ich will kein Geld von deinen Eltern. Geliehen, nicht geschenkt. Will ich nicht. Okay. Sag mal, findest du auch, dass ich wie ein Eisklotz bin? Mit Schokolade ist es wie mit Männern. Auf kleiner Flamme kochen und rühren, bis sie weich werden. Wenn das immer so leicht wäre, Jochen. Was ist jetzt mit diesem Herrn, der Berater? Herr Hallbauer. Ja. Es klumpt. Und mit deinem Vater? Ich war heute nicht im Krankenhaus, hab's einfach nicht geschafft. Du bist doch jetzt eine Geschäftsfrau. Da hat man Termine, man kommt zu nichts mehr. Ja, genau, und das will ich überhaupt nicht. Katharina, ganz ehrlich, da musst du jetzt durch. Ach, shit! Das Dreckzeug wird schon wieder hart. Wir brauchen Bruno. Die Schokolade darf einfach nicht zu heiß werden. Und im richtigen Moment muss ein bisschen Butter rein. Sieht super aus, ne? Hallo. Hallo. Ich bräuchte noch die Steuererklärung vom letzten Jahr. Die hatte ich Ihnen doch schon mitgegeben. Tatsächlich? Tatsächlich. Tja. Und, wie läuft's? Bestens. Das ist übrigens der Herr Hallbauer. Ah. Das ist Herr Bruno, wie heißt denn du noch? Töllner, mit OE. Töllner, unser neuer Koch. Guten Tag. Was ist denn mit dem alten Koch? Gekündigt. Ach ja? Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Soll ich das jetzt als Kompliment auffassen? Genau. Und tun Sie sich selbst den Gefallen, sorgfältig zu planen und nicht locker aus dem Handgelenk zu, wie es manchmal Ihre Art ist. Sonst geht der Schuss nach hinten los. Ich wusste, da kommt noch was. Neuen Tipp. Bis dann. Was wollten Sie denn eigentlich? Ich wollte nur... Hat sich erledigt. Katrinchen, ich gehe jetzt mal zu diesem Kostümverleih und hol die Sachen ab. Kommst du mit? Schaffe ich nicht mehr. Ich will ins Krankenhaus. Bis später. Beschissen. Geht mir einfach beschissen. Psst, es wird schon wieder, wirst sehen. Sie müssen sich jetzt aber erstmal ausruhen, Herr Schneider, das wissen Sie ja. Was ist mit der Bank? Herr Schneider, haben wir uns verstanden? Ausruhen. Na, jetzt tu mal, was die Ärztin sagt. Es ist alles in bester Ordnung. Ich hatte einen Herzinfarkt, keinen Gehirnschaden. Also, was ist los? Sie sollen hier keine Diagnosen stellen, Sie sollen auf sich Acht geben. Schau später nochmal nach Ihnen. Und? Ich war da. Wo? Bei der Bank. Du! Das ist mein Ruin. Du hast doch keine Ahnung. Ich werde jetzt sofort Papa, dahin gehen Papa, und die Sache dich gerade doch, beruhige biegen. Dich. Ich habe mit denen nichts besprochen. Kein Wort. Die Bank hat sofort den Termin auf unbestimmte Zeit verschoben. Und du sollst vorbeikommen, wenn es dir wieder besser geht. Hättest ja ruhig mal was sagen können, wie schlecht es um die Firma steht. Kein Mensch kann alles in sich reinfressen, keiner. Da hat's gepiept. Sie müssen jetzt gehen, sofort bitte. Papa, ich komme morgen Abend noch mal vorbei. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute. Bitte noch heimlich geschenkt, das war so toll. Nein, nein. Wie haben Sie die Steaks nur so hingekriegt? Die schmecken so zart. Sie müssen das Fleisch nur über Nacht in der Marinade liegen lassen. Alufolie drüber und fertig. Ist ganz einfach. Warte an das Buch.
helfen? Ja, gerne, natürlich. Dann rufe ich Sie an. Okay. Dankeschön. Tschüss. Sind Sie hier die Chefin? Ja. Und Sie sind der Koch? Ja. Wollen Sie noch was? Nein, danke. Das war ein Kartoffelsalat? Dino-Salat mit Gemüse. Und das hier sind die Reste einer Bohnensuppe. Krötensuppe. Ja. Alles bio, total gesund und lecker. Rogalinski, Gewerbeaufsicht. Kann ich mal Ihre Gesundheitszeugnisse sehen? Oh, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Und die Arbeitspapiere? Arbeitspapiere, da sind wir noch gar nicht dazugekommen. Aber natürlich bezahle ich ihn. Schwarzarbeit. Ihren Ausweis bitte. Den habe ich jetzt auch nicht dabei. So. Sie und Ihre Mitarbeiter kommen jetzt mal mit zum Polizeirevier. Zur Feststellung der Personalien. Ja? Oh, Frau Wegener, Sie sind wirklich ein Schatz. Ja, Zimmer 409, Station 5. Gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Mensch, den Kindern hat unser Essen geschmeckt. Bruno, und den Muttis hat's auch gefallen. Kannst ja noch mal umsatteln. Ich bin doch schon vergeben. So, das war's. Das Verfahren wird gegen ein geringes Bußgeld eingestellt. Sie können alle gehen. Allerdings müssen Sie morgen zum Gesundheitsamt. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ja. Danke. Ciao. Na los, entschuldige dich bei ihm. Ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen. Ja. Es wundert mich überhaupt nicht, dass es so weit gekommen ist. Immer alles schnell, schnell. Man muss die Dinge organisieren. Hab ich doch. Es gehört aber auch zu Ihren Aufgaben, dass man sich erkundigt, welche gesetzlichen Bedingungen zu erfüllen sind. Und wenn man es nicht weiß, muss man fragen. Im Zweifelsfall mich. Gut, das mache ich beim nächsten Mal. Und jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. In dem Aufzug können Sie ja nicht auf die Straße. Gefalle ich Ihnen etwa nicht? So habe ich das nicht gemeint. Mein Auto steht da hinten, der große. Gut. Entschuldigung. Bin ich hier richtig bei Hubert Schneider? Ja. Solange Sie nicht mit dieser Ärztin im Bunde sind, den anderen Quacksalbern. Sehe ich so aus? Aber dass die Ausgänge nicht heute kontrollieren müssen. Denen hat sicher jemand einen Tipp gegeben. An solche Zufälle glaube ich nicht. Kurt, der ehemalige Koch. Kann sein. Aber vergessen Sie es. So ein Schwein. Mann! Das war knapp. Haben Sie gesehen? Einfach so rüber. Zack, ja? Alles in Ordnung? Was ist denn? Wollen Sie noch spazieren gehen? Das war genau die gleiche Situation wie damals. Meine Mutter wollte noch ausweichen. Und dann haben wir uns überschlagen und kamen von der Fahrbahn ab. Plötzlich war es totenstill. Seitdem bin ich wirklich eine schlechte Beifahrerin. Wann war denn das? Das ist jetzt 12 Jahre her. Seitdem ist irgendwie alles anders. Mein Vater, der... Ich bin eben sein einziges Kind. Und... Leben Ihre Eltern noch? Ja. Und haben Sie Kinder? Nein. Und wollen Sie mal welche? Nein. Das heißt, ich glaube nicht, nein. Oh, ist das schön hier. Das ist mein absoluter Lieblingsort. Hier kann man bald Schlittschuh laufen. Haben Sie denn auch einen Lieblingsort? Nein, ich glaube nicht. Das ist aber schade. Und
Einen Lieblingsfilm? Keine Ahnung. Lieblingsfarbe? Rot. Oh. Nein, grün. Was denn? Grün wie diese Saurierstrumpfhosen. Ja, das hätten Sie jetzt nicht gedacht, dass so ein Eislotz auch mal lachen kann. Stimmt. Ich habe Sie noch nie lachen sehen. Ich bin Ben. Katharina. Langsam wird's kühler. Wollen wir... Ja. She loves me, yesterday, hey Jude. Ich war nie ein Beatles-Fan. Ich mochte immer Mick Jagger. Katharina macht mit uns vielleicht Angie. Kann ich noch ein bisschen was von dem Arbeiten kriegen? Na klar. Krankenhausessen schmeckt immer nach Einsamkeit. Einfach ungenießbar. Bitte. Danke. Ich verstehe nicht, warum Sie in diesem alten Seniorenstift sind. Sie sind doch noch taufrisch. Danke. Aber gerade deshalb. Ich will ja nicht den ersten Herzinfarkt abwarten. Keine 10 Pferde brächten mich dahin. Sie sind genauso, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ein Grantler. So habe ich es doch gar nicht gemeint. Vielleicht sollten Sie auf Ihre alten Tage noch lernen, zu sagen, was Sie meinen. Ja, ob ich das ohne Hilfe schaffe. Erstmal kann Katharina Hilfe brauchen. Ihre Firma fordert sie ganz schön. Sie können mir das ruhig glauben. Aber ich habe ein Auge auf Sie. Meine Tochter soll alleine auf sich aufpassen. Ja. Und auf die Firma. Möchten Sie noch was Süßes? Großartig. Eins noch, bitte. Gut. Hast du wenigstens ein Lieblingslied? Ich hab eins. I need no job I hate. From 9 o'clock to 8. I don't miss husband, house and dog. Just a little frog to kiss me. I don't need pearls and gold. Das war ein wirklich schöner Abend mit dir. Fand ich auch. Hatte ich schon lange nicht mehr so. Was? Einfach so. Gute Nacht. Schlaf gut. Reinigung geben lassen. Bojena kommt heute.
mit Ben. Oh lala, seid ihr schon beim Du? Ben. Ihr Blödmänner. Versteh mich mit dem einfach langsam besser. Und Bruno, wenn du ihm das nächste Mal nicht die Hand wie ein Schnitzel zerquetschen könntest. Ah, ist er so sensibel? Jetzt war ich, wusste das. Weißt du denn, ob er verheiratet ist oder eine Freundin hat? Hat er nicht. Hundertprozentig, da hat er keinen Ring am Finger. Außerdem spürt eine Frau sowas. Ja, schau mich nicht so an. Ich will überhaupt nichts von dem. Sag mal, was hast du gestern Abend eigentlich noch gemacht? Oh, ich hatte Schickereien mit einer Klientin, Frau Schneider, die mit der Catering-Firma. Von der habe ich dir doch erzählt. Kann mich nicht erinnern. Musste sie von der Polizeiwache abholen und so weiter. Totales Chaos. Und das hat so lange gedauert. Ewig. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt, als ich nach Hause kam. Nein, ich habe nichts gemerkt. Wo finde ich die Frau Schneider? Oh. Los. Frau Schneider? Hallo. Sie sind es? Na, wunderbar. Na, da brauche ich mir überhaupt keine Sorgen zu machen. Bitte, was wollen Sie denn? Sie wollen sich wirklich für das Pausencatering in der Oper bewerben? Ja, woher wissen Sie das? Wenn irgendein Hunderl in meinem Revier wildert, dann war sie das. Das war eine öffentliche Ausschreibung, also bitte, wo ist das Problem? Gebitte, sind Sie wirklich so naiv? Das war doch nur pro forma. Sie können mir nicht verbieten, mich zu bewerben, wo ich will. Natürlich nicht. Aber es gibt eine andere Möglichkeit. Wollen Sie mir drohen, Frau Linzer? Vielleicht. Bitte schauen. Zicke. Bitte schauen. Kann es nicht aufpassen? Linzer. Servus, Beutel. Pass auf, ich brauche einen Termin in der Kanzlei. Nein, nicht morgen. Gleich. Hast du verstanden, Beutel? Es hat richtig Spaß gemacht mit deinem Vater. 2,5 Stunden bin ich geblieben. Und was hat er gesagt? Über das Leben haben wir geredet. Und über die Liebe. Mit meinem Vater? Der redet doch sonst nicht viel. Er ist recht schnell aufgetaut. Aber warum ich eigentlich gekommen bin, was würdest du davon halten, die Feier einer Abiturklasse auszurichten? Was mögen denn Teenager so? Nein. Es ist das 40. Klassentreffen meines Jahrgangs. Wir wollen mal wieder so richtig feiern. Mit Musik und Tanz und Buffet und... Frau Wegner, ich schmeiß Ihnen das Fest Ihres Lebens. Ja, davon gehe ich aus. Grüß dich, Ben. Sophie? Nimm Platz. Wir brauchen nicht lange. Es geht um diese kleine Catering-Firma, um die du dich gerade kümmerst. Die Arbeit kannst du dir sparen. Ich kaufe sie. Du machst was? Ich werde diese Firma kaufen. Aber die Firma hat doch gar kein Potenzial. Was willst du denn damit? Man kann die Konkurrenz nicht früh genug ausschalten. Nicht, dass sie uns noch mehr zum Einstürzen bringt. Also du erkennst den Frosch wirklich schon, wenn er noch eine Kaulquappe ist. Gut, was habe ich falsch gemacht? Du erzählst mir, alles sei in bester Ordnung und hinter meinem Rücken. Was hätte ich denn tun sollen? In 2 Wochen ist dieser Banktermin. Weißt du, was das bedeutet? Du ruinierst mich. Du spielst mit meiner Existenz. Ich spiele. Ich spiele überhaupt nicht. Ich reiß mir gerade alle Beine für dich aus, Papa. Hast doch keine Ahnung vom Geschäft. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber ich mach das jetzt. Und du musst mir vielleicht einfach nur mal vertrauen. Hast du jemals in deinem Leben etwas erfolgreich zu Ende gebracht? Vergiss deine Tabletten nicht. Tiefer, tiefer, tiefer. Mehr.
Ja. Noch ein Stück? Stopp! Ach, das sieht fantastisch hier aus. Ich wusste es. Gefällt's dir auch? Ja. Jetzt geh doch mal ran. Nicht so wichtig. Oh, ich muss zum Pfleger. Wetten, der hat Verspätung. Nach Düsseldorf ist das immer so. Ja. Hallo, Baba. Hallo, ich bin's, Katharina. Grüße Sie. Ich habe im Moment keine Zeit. Können Sie mich später noch mal anrufen? Ja, ja, klar. Ich... Wieso denn jetzt eigentlich Sie? Ja. Ich wollte dich einfach mal hören. Mir geht's nicht so gut. Was war das denn? Ben? Eine Klientin. Lass mich raten. Catering? Ja. Schon wieder Schwierigkeiten. Genau. Ich muss mir aber keine Sorgen um dich machen, oder? Natürlich nicht. Wieso? Soll ich dich gleich zum Flughafen fahren? Nein, danke. Ich nehme ein Taxi. Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, dann... Ja, dann? Was? Dann machen wir ein romantisches Abendessen. Nur wir beide, ja? Ja. Hervorragend. Wann? In einer Woche. Entschuldige wegen diesem Anruf heute Nachmittag. Nein, nein, mir tut es leid. Ich wollte dich nicht stören. Katharina, ich muss dir was erzählen. Du hattest bestimmt wichtige Klienten. Ja, ja, Klienten, ja. Sophie Linzer war heute da. Wann? Heute Vormittag. Sie hat mich bedroht, ich würde in ihrer Domäne wildern. Blöde Kuh. Kann die mir gefährlich werden? Ich meine, du kennst sie doch. Nein, nein. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mit ihr reden. Danke. Jawohl. Dass das Leben immer so kompliziert sein muss. Wie meinst du? Nur so. Stimmt. Ja, aber sie hat mich angelogen. Herrgott, Sie hätten an ihrer Stelle genau das Gleiche gemacht. Nie im Leben. Ach was. Jetzt seien Sie doch nicht päpstlicher als der Papst. Sie hat Sie doch nur schonen wollen. Und überhaupt, das Einzige, was zählt, ist Katharinas guter Wille. Das schafft sie doch nie. Woher wollen Sie denn das wissen? Ich bin Ihr Vater. Umso trauriger für Sie, dass Sie Ihre Tochter nicht besser kennen. Und nur zur Erinnerung, Herr Schneider. Sie haben die Firma runtergewirtschaftet, nicht Katharina. Das stelle ich mir aber nicht schön vor, immer mit dem Scheitern und den Sorgen anderer Menschen beschäftigt zu sein. Das macht doch nicht glücklich. Darum geht's nicht, das ist mein Beruf. Worum geht's denn im Leben, ne? Dass man glücklich ist, oder? Ich bin glücklich. Mein Job, meine... Das glaube ich dir nicht. Was ist los, ne? Es ist nichts. Was? Hat sich erledigt, ehrlich. Gut. Aber irgendwas hast du. Mir geht's heute nicht so gut. Gibt es ein Problem?
Alles gut. Schöner Abend. Wann sehen wir uns wieder? Ich bin jetzt erstmal auf Geschäftsreise. Oh. China. Schade. Ich habe gar keine Lust zu fliegen. Aber ich bin in einer Woche wieder da. Und du kommst zu unserer großen Veranstaltung. Ja. Klar. Ich rufe dich aus China mal an. Geben Sie sich doch einen Ruck. Ja, den Kuchen zu essen, dann muss ich mir einen Ruck geben. Das stimmt. Herr Schneider. Ja, frohes Gleiche. Ja, wohl ausprobiert. Ja. So. Okay, jetzt aber komm, ne? Katharina, es geht los. Die ersten Gäste kommen. Du, und der Heilbauer, der wird bestimmt auch noch auftauchen. Also vor 3 Jahren. Ach, die alte Charmeur. Damals hast du die Dinger weggekippt wie nix. Guck mal, da kommt Theo. Immer noch ein schöner Mann. Als eure alte Klassensprecherin möchte ich mich nochmal bedanken, dass ihr alle hier seid. Lasst uns anstoßen. Auf das Dolce Vita. Auf das süße Leben. Auf die Gesundheit. Und wie meine Enkel sagen würden, auf eine echte Halbauer. Hallo, hier ist Katharina. Na, zurück aus China? Ja, ja. Kommst du noch vorbei zu unserer Veranstaltung? Hier ist schon der Teufel los. Du, ich schaff das heute nicht mehr. Zu viel Arbeit. Schade. Ja, es tut mir leid. China war die Hölle, der totale Stress. Verstehe. Und morgen am Abend? Nein, morgen Abend habe ich schon einen Geschäftstermin. Aber übermorgen in der Firma. In der Firma, gut. Gut, genau. Bis dann.
Sag mal, wo bleibt denn Ben? Der schafft's nicht mehr. Nicht so schlimm. Da habe ich mich wohl mal wieder geirrt. Mama? Ja? Hallo. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, ich weiß, wie spät es ist. Aber ich brauche einen Ratschlag. Moment. Doch, das lässt sich einrichten. Um 19 Uhr, gut. Bis dann, wiederhören. Noch ein Auftrag. Das wird ja immer besser. Eine Galeristin lädt mich zu ihrer Vernissage ein. Klang nett? Willst du einen Kaffee? Da wird der Herr Hallbauer aber Augen machen. Wenn er sich überhaupt noch dafür interessiert. Das ist ja alles beeindruckend. Und das hier soll jetzt was darstellen? Das Geflecht des Miteinanders aller Menschen auf der Welt. Aber letztlich sucht jeder nach dem Einzigen. Ben. Hallo. Ich dachte, du hast einen Geschäftstermin. Was machst du denn hier? Ja, später. Warum flüsterst du? Was ist denn los? Erzähl ich dir alles draußen, komm. Hey, ich habe hier auch was geschäftlich zu erledigen. Verzeihung, Betty Reiser, wir hatten heute Morgen miteinander telefoniert. Das freut mich sogar sehr. Schön haben Sie es hier. Ach, und das Catering macht heute bei Ihnen Sophie Linzer? Ja, schon immer. Ben, bist du so lieb und holst uns einen Sekt? Schatz, Sekt? Was ist denn? Verstehe. Das hat sich dann wohl erledigt. Ja, das tut mir leid, aber Frau Linzer hat mir eben erst erzählt, dass sie ihre Firma kaufen wird. Bitte? Aber davon hast du doch gewusst. Hast du ihr etwa noch nichts davon erzählt? Nee. Katharina, ich wollte dir das die ganze Zeit sagen. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Mann, wie konnte ich so dämlich sein, auf dich reinzufallen? Bitte. Geh rein, geh zu ihr! Ich will dich nie wiedersehen. Das war Mamas Idee, dass ich sie auf die Vernissage einlade. Habe ich mir schon gedacht. Ben, ich liebe dich. Es tut mir leid. Warum? Ich meine, wir haben doch so ein schönes Leben. Ich kann einfach nicht mehr. Betty, du bist eine tolle Frau. Ich brauche keine Almosen. Hast du mit ihr geschlafen? Nein. Darum geht's aber auch gar nicht. Sie will sowieso nichts mehr von mir wissen, sie. Recht hat sie. Du ziehst aus. So ein Schuft, weiß. Sollen Brun und ich meine, wir könnten ihn nachts auf der Straße vermöbeln. Das hat er überhaupt nicht verdient. Der ist für mich echt gestorben. Na, hoffentlich. Ein bisschen später, Schneider. Hallo.
Weiß deine Ärztin, dass du hier bist? Nein. Er hat mich heimlich davon gestohlen. Du siehst aber nicht gerade gut aus. Du auch nicht. Du gehörst ins Krankenhaus. Ich weiß, ich bin nicht immer einfach. Das stimmt. Katharina, ich möchte dir was sagen. Du bist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Und ich bin stolz auf dich. Wie du hier den Laden schmeißt, das hätte ich dir nie zugetraut. Papa, ich bin gar nicht wegen dir so fertig. Ach, wieder wegen einem Mann. Schuld. Das sagst du doch nur, weil du nicht mehr ein noch ausweist. Katharina, du musst nicht für mich den Karren aus dem Dreck ziehen. Doch. Sophie Linzer will die Firma kaufen. Die Linzer? Wir können uns doch nicht unterkriegen lassen, oder? Nein. Lassen wir nicht. Und alles bestens. Aha. Schön. Wenn sie will, überschreibe ich Katharina die Firma. Herr Schneider, und wenn Ihre Tochter nicht will? Dann meine Tochter wird das machen, was für sie richtig ist. Und wir beide? Steig ein, Hubert. Katharina! Woher weißt du, dass ich hier bin? Ich habe deine Sekretärin ausgequetscht. Katharina, wir müssen reden. Lass mich in Ruhe! Macht es dir Spaß, mich so zu verraten? Ich hab dich nicht verraten. Ach, was denn? Erst küsst du mich, dann erzählst du mir nichts von deiner Freundin und dann versuchst du hinter meinem Rücken die Firma an diese Zicke zu verramschen. Wenn das kein Verrat ist, ha? Huh? Ich kann dir alles erklären. Gut, dann fang mal an damit. Ich... Oh, dein Lieblingswort. Weißt du was? Die Firma geht dich überhaupt nichts mehr an. Es geht mir nicht um die Firma. Es geht um uns. Ach, uns? Uns gab es nie. Das habe ich gestern Abend begriffen. Lass mich in Ruhe. Leb du dein kleines, beschissenes Leben weiter, aber ohne mich. Das sind Sie. Alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, alles gut. Gut. So, Frau Schneider, dann legen Sie mal los. Was haben Sie sich für uns ausgedacht? Herein. Und Platz, Ben. Ich bin auf dem Laufenden. Ist das noch zu kitten? Nein. Du bist einer meiner besten Männer. Ich möchte dich nicht verlieren. Dieter, ich muss dir leider sagen, dass... Die Catering-Sache machst du nicht weiter. Ich habe ab heute den Kollegen Beutel draufgesetzt. Und das mit dem Partner, das müssen wir natürlich verschieben, bis sich die Wogen geglättet haben. Dieter, ich werde hier nicht weiter arbeiten. Ich kündige. Das erlaube ich nicht. So einen Job wie hier bekommst du nie wieder. Ich weiß. Aber ich habe mich entschieden. Das ist doch lächerlich. Was willst du denn dann machen? Tolle Präsentation. Fantasievoll, Frau Schneider. Sehr originell. Ich werde das mit dem Vorstand jetzt gleich besprechen und gebe Ihnen morgen Bescheid. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause und grüßen Sie Christel. Herzlich. Das mache ich. Tschüss. Tschüss.
Ja, doch, doch, da sind Sie hier richtig. Worum geht es denn? Ja, das ist ja großartig. Ja, Frau Schneider ist im Moment leider nicht da, Herr Dr. Sommer. Aber wenn ich Ihnen helfen kann... Guten Morgen. Stell dir vor... Der Sommer will heute noch anrufen. Wir haben gute Chancen. Mensch, Katrinchen, das wäre doch die Rettung. Dann sind wir diese Beraterhorden endlich los. Was meinst du denn damit? Das ist doch nur einer. Na, jetzt haben die noch so einen Klugscheißer geschickt. Nein. Doch! Ja, Herr Dr. Sommer, das Fax läuft gerade durch. Einen Augenblick. Ja, die Auftragsbestätigung ist jetzt da. Vielen Dank. Ja, mache ich. Auf Wiedersehen. Und um 9 stand der schon vor der Tür. Und seitdem nervt er. Was machen Sie denn hier? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin doch der Beutel. Frank Beutel. Oh, schöne Frau, wir kennen uns doch. Ich habe Sie noch nie in meinem Leben gesehen. Doch, 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 doch. Auf Susi Reisers Geburtstagsparty und vor ein paar Tagen bei uns im Club beim Judo-Training. Da waren Sie genauso feurig wie jetzt, die kleine Wildkatze. Die kleine Wildkatze, die wischt Ihnen gleich eine. Ich brauche keine zwielichtigen Berater, die mich aufs Kreuz legen wollen. Jetzt mal ganz langsam. Ich werde hier nämlich den Verkauf der Firma weiter abwickeln. Ich werde aber gar nicht verkaufen. Wenn Sie glauben, Sie können mich genauso einlullen wie den Ben. Haben Sie sich geschnitten? Verschwinden Sie. Sofort. Sie schmeißen mich raus? Das würde ich mir an Ihrer Stelle aber überlegen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Christel, würdest du Herrn Beutel bitte den Weg zur Türe zeigen? Nichts lieber als das. Darf ich bitten? Konfuzius sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Moment mal, das ist immer noch das Büro von Herrn Hallbauer. Jetzt werden Sie mal bloß nicht frech. Ab sofort, Frau Keimann, bin ich hier nämlich Ihr Chef. Schauen Sie nicht so blöd. Hier, bringen Sie das weg. Ich erwarte wichtigen Besuch. Wenn die Dame kommt, bringen Sie gleich zu mir rein. Bin Schutter. Ach, komm, setz dich doch, nimm Platz. Ich habe Neuigkeiten. Sehr gute Neuigkeiten. Ich hatte gerade einen sehr interessanten Anruf vom Chef des Apothekerverbundes im Büro von der Schneider. Und jetzt kommt's. Er vergibt an Sie exklusiv alle Kongresse in den nächsten 2 Jahren. Volumen? 250.000. 250.000? Pro Jahr. Oha. Warst du das, die Schneider? Mappertl, da hast du aber eine Belohnung verdient. Um 8 bei dir? Treffen wir uns doch erstmal bei Maurice, das Saubeutel. Den ganzen Tag in der Besprechung. Und wann kann man dann den Dr. Sommer wieder erreichen? Morgen? Oh. Ja, gut, gut, danke, wiederhören. Ich muss jetzt los. Herzchen, du hast noch eine Stunde Zeit. Und jetzt hör auf, Kaffee zu trinken. Du springst ja gleich durch die Decke. Hier, Nervennahrung. Danke. Die Banker werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Hauptsache, du bleibst cool. Und was soll ich denen sagen? Ohne diesen Auftrag von Herrn Sommer habe ich doch nichts vorzuweisen. Doch. Dich. Das ist in deren Augen aber nichts. Gar nichts. Toi, toi, toi. Hast du noch einen speziellen Wunsch? Du bist doch der Koch.
denn für ein Fax? Ja, da fühlt er nicht aus. Ah. Frau Schneider. Guten Tag. Kommen Sie doch rein. Tag. Darf ich? Gern. Wir sind schon sehr gespannt. Wir? Oh, der Beutel. Geh ran, bitte. Geh ran. Ich will nicht verkaufen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Frau Schneider. Ja. Meine Mitarbeiter sind im Moment wirklich hoch motiviert. Schauen Sie, es läuft doch. Die fälligen Raten sind nur zu einem Viertel gedeckt. Haben Sie denn wenigstens Aufträge in naher Zukunft? Ja, ja, ich bin mitten in Verhandlungen. Die Auftragslage in der Gastronomie ist sehr schwierig. Die Auftragslage, Fräulein Schneider, ist immer sehr schwierig. Sehen Sie, aus diesem Grund ist es doch sehr schön, dass Sophie, ich meine, das Catering-Unternehmen Linzer die Firma kaufen will. Sie wird alle ausstehenden Schulden übernehmen und einen symbolischen Euro bezahlen. Ein Euro? Aber Herr Hallbauer hat mal was von 10.000 gesagt. Herr Hallbauer ist für Sie nicht mehr zuständig. Aber warum ist Frau Linz das Angebot denn so niedrig? Ja, warum denn, ha? Tja, das Unternehmen ist total marode. Und auf Ihre paar zerbeulten Servierplatten, da kann man doch wirklich getrost verzichten. Frau Linzer, die macht das doch nicht aus Nächstenliebe. Warum will die denn die Firma unbedingt haben, wenn sie nichts mehr wert ist, ha? Also unsere Kanzlei hat da schon mal etwas vorbereitet. Schlüssel steckt! Was bist du denn, Hensch? Spielst du, Mann? Ich kann das nicht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, Frau Schneider. Und dabei habe ich so für Sie gehofft. Schade. Was für ein Datum ist heute? Der 27. Was machst du denn hier? Ich vertrete die Interessen der Firma Schneider. Nein, das ist meine Aufgabe. Meine Herren, ich vertrete mich selbst. Hat Herr Beutel Sie schon darüber informiert, dass Frau Schneider einen Auftrag akquiriert hat, der dem Unternehmen ab sofort jährlich eine 250.000 Euro Umsatz garantiert? Nein. Die Firma ist mehr als gerettet. Das interessiert uns natürlich brennend. Frau Schneider hat von Herrn Dr. Sommer den Auftrag bekommen, sämtliche Kongresse des Deutschen Apothekerverbundes für die nächsten 2 Jahre auszurichten. Was? Und warum sagt uns das niemand? Davon habe ich nichts gewusst. Ach ja? Das hier ist eine Auftragsbestätigung, die ich auf meinem ehemaligen Schreibtisch gefunden habe. Dass ihr nichts davon erzählt. Dabei ist es nur Ihrem persönlichen Einsatz zu verdanken, dass es zu dieser positiven Entwicklung gekommen ist. In jeglicher Beziehung. In jeglicher Beziehung? Wie meinen Sie das denn, Herr Hallbauer? Vielleicht braucht der eine oder andere länger, als man denkt. Aber wenn der Groschen gefallen ist, dann ist die Entscheidung ganz klar. Wie man an Herrn Sommer sieht. Entschuldigung, ich verstehe zwar nicht alles, aber dieses Schreiben, ja, das verstehe ich. Mit dem Auftrag können Sie die Firma sanieren.
Meinen herzlichen Glückwunsch, Frau Schneider. Danke. Herr Halber. Bitte. Kein Geschenk. Es wird Konsequenzen haben. Verlass dich drauf. Allerdings, soll ich dich wegen Betrugs anzeigen? Tja, ich will dann mal los. Gibt ja jetzt viel zu tun. Tschüss. Katharina! Bitte warte. Bitte. Ben, wenn du mir jetzt sagst, du bist frei, du hast sie verlassen. Ja. Und ich habe gekündigt. Ja, und? Ich bin doch keine Firma, die man übernehmen und dann wieder verkaufen kann. Aber du musst mich jetzt nehmen. Ich habe keine Einkünfte mehr und jemand muss sich um mich kümmern. Oh. Es tut mir leid, ich war ein Vollidiot. Das stimmt. Es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe. Du bist die Frau, die ich liebe, und ich möchte Tag und Nacht mit dir zusammen sein. Ben, wir beide, wir passen überhaupt nicht zusammen. Findest du? Idiot. Was war denn das? Habe ich die aus China mitgebracht. Und? Was steht da? Da steht: Handle mit deinem Herzen und nicht nach deinem Verstand. Das steht da nicht. Da steht: Handle nach deinem Verstand. Auch wenn dein Herz verrückt spielt. Nein, nein, nein. Da steht: Eine große Liebe wirft sie aus der Bahn. Ich glaube eher, da steht: Eine große Liebe wirft mit Schnee nach ihm. Da steht, eine große Liebe steht vor ihm und ich muss mal ausweichen. Ah, da war es schon wieder. Was denn? Ja, dieses Wort. Ich. Ich werde mich besser. Ja, musst du auch. Machen wir ein romantisches Abendessen. Nur wir beide, ja? Ja. Hallo. Was ist das denn? Ein neuer Auftrag. Ein neuer Auftrag? Das ist ja hervorragend. Wann? In einer Woche. Entschuldige wegen diesem Anruf heute Nachmittag. Nein, nein, mir tut es leid. Ich wollte dich nicht stören. Katharina, ich muss dir was erzählen. Du hattest bestimmt wichtige Klienten. Ja, ja, Klienten, ja. Sophie Linzer war heute da. Wann? Heute Vormittag. Sie hat mich bedroht, ich würde in ihrer Domäne wildern. Blöde Kuh. Kann die mir gefährlich werden? Ich meine, du kennst sie doch. Nein, nein. Mach dir keine Sorgen, ich werde mit ihr reden. Danke. Jawohl. Dass das Leben immer so kompliziert sein muss. Wie meinst du? Nur so. Stimmt. Ja, aber sie hat mich angelogen. Herrgott, Sie hätten an ihrer Stelle genau das Gleiche gemacht.
Nie im Leben. Ach was. Jetzt seien Sie doch nicht päpstlicher als der Papst. Sie hat Sie doch nur schonen wollen. Und überhaupt. Das Einzige, was zählt, ist Katharinas guter Wille. Das schafft sie doch nie. Woher wollen Sie denn das wissen? Ich bin Ihr Vater. Umso trauriger für Sie, dass Sie Ihre Tochter nicht besser kennen. Und nur zur Erinnerung, Herr Schneider. Sie haben die Firma runtergewirtschaftet, nicht Katharina. Stell dir aber nicht schön vor, immer mit dem Scheitern und den Sorgen anderer Menschen beschäftigt zu sein. Das macht doch nicht glücklich. Darum geht's nicht, das ist mein Beruf. Worum geht's denn im Leben, ne? Dass man glücklich ist, oder? Ich bin glücklich. Mein Job, meine... Das glaube ich dir nicht. Was ist los, ne? Es ist nichts. Was für ein Datum ist heute? Der 27. Was machst du denn hier? Ich vertrete die Interessen der Firma Schneider. Nein, das ist meine Aufgabe. Meine Herren, ich vertrete mich selbst. Hat Herr Beutel Sie schon darüber informiert, dass Frau Schneider einen Auftrag akquiriert hat, der dem Unternehmen ab sofort jährlich eine 250.000 Euro Umsatz garantiert? Nein. Die Firma ist mehr als gerettet. Das interessiert uns natürlich brennend. Frau Schneider hat von Herrn Dr. Sommer den Auftrag bekommen, sämtliche Kongresse des Deutschen Apothekerverbundes für die nächsten 2 Jahre auszurichten. Was? Und warum sagt uns das niemand? Davon habe ich nichts gewusst. Ach ja? Das hier ist eine Auftragsbestätigung, die ich auf meinem ehemaligen Schreibtisch gefunden habe. Dass ihr nichts davon erzählt. Dabei ist es nur Ihrem persönlichen Einsatz zu verdanken, dass es zu dieser positiven Entwicklung gekommen ist. In jeglicher Beziehung. In jeglicher Beziehung? Wie meinen Sie das denn, Herr Hallbauer? Vielleicht braucht der eine oder andere länger, als man denkt. Aber wenn der Groschen gefallen ist, dann ist die Entscheidung ganz klar. Wie man an Herrn Sommer sieht. Entschuldigung, ich verstehe zwar nicht alles, aber dieses Schreiben, ja, das verstehe ich. Mit dem Auftrag können Sie die Firma sanieren. Meinen herzlichen Glückwunsch, Frau Schneider. Danke. Herr Halber. Bitte. Kein Geschenk. Das wird Konsequenzen haben. Verlass dich drauf. Allerdings, soll ich dich wegen Betrugs anzeigen? Ach. Tja, ich will dann mal los. Gibt ja jetzt viel zu tun. Tschüss. Katharina! Bitte warte. Bitte. Ben, wenn du mir jetzt sagst, du bist frei, du hast sie verlassen. Ja. Und ich habe gekündigt. Ja, und? Ich bin doch keine Firma, die man übernehmen und dann wieder verkaufen kann. Aber du musst mich jetzt nehmen. Ich habe keine Einkünfte mehr und jemand muss sich um mich kümmern. Oh. Es tut mir leid, ich war ein Geld danach bist du seine gesetzliche Vertretung. Christel, auf gar keinen Fall. Ich kann sowas überhaupt nicht. Hier geht es nicht um Können. Du bist seine Tochter. Bitte. Nein. Doch. Nein. Frau Hasemann. Frau Schneider, da sind Sie ja endlich. Wo ist denn Ihr Vater? Im Krankenhaus. Der hatte einen Herzanfall. Ach, du liebes bisschen. Und wie geht's ihm jetzt? Schlecht. Jetzt kommen Sie erst mal rein. Darf ich vorstellen? Herr Reiser, Frau Schneider, Herr Hallbauer, Frau Pasemann. Herr Cowboy. Sie sind doch die... Die Klavierspielerin. Ja, wie bitte? Ach, Sie kennen sich. Nein, nicht wirklich, nein. Nein.
Lassen Sie uns jetzt endlich anfangen. Ja, gerne, von mir aus. Wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Tja. Als erstes möchte ich feststellen, dass Frau Katharina Schneider heute als Vertreterin für ihren erkrankten Vater fungiert. Zweitens, wir haben eine gesetzlich vorgegebene Frist von 3 Wochen. Der Stichtag ist also der 27. dieses Monats. Richtig. Und drittens, bevor wir uns auf ein langwieriges Insolvenzverfahren einlassen, haben wir als Bank uns dafür entschieden, der Firma zunächst einen Berater zur Seite zu stellen. Und das ist Herr Hallbauer. Ich werde die Firma überprüfen und sehen, ob sie noch zu retten ist. Soweit wir das bisher beurteilen konnten, sind keine Werte vorhanden, die veräußert werden könnten. Doch, mein Vater hat doch dieses Haus am Wörthsee. Das er schon vor 3 Jahren bei seinem letzten Kreditantrag komplett beliehen hat. Wussten Sie das nicht? Doch, stimmt, hatte ich vergessen. Der Kredit wurde vor 4 Monaten das letzte Mal bedient. Sie sind doch mit den Geschäften Ihres Vaters vertraut, oder? Katharina, Frau Schneider kennt die Firma von klein auf. Ja. Das ist ja schön und gut, aber in solchen Fällen müssen wir die Möglichkeit prüfen, die Firma zu verkaufen. Verkaufen? Ja, so schnell wie möglich. Sie können nicht das Lebenswerk meines Vaters einfach verscherbeln. Mein Kollege tut nur seine Arbeit. Für die Lage der Firma kann er wirklich nichts. Mein Vater hat vor 40 Jahren diese Firma gegründet. In 3 Jahren geht er in Rente und dann kommen Sie hier an? Beruhigen Sie sich. Ich habe noch gar nicht angefangen, mich aufzuregen! Geben mir 3 Wochen, die Firma zu retten. Das schaffe ich nicht. Nie. Wann kannst du denn wieder mit deinem Vater reden? Lohnt sich's überhaupt, die Firma zu retten? Und die Tochter hat tatsächlich überhaupt keinen Plan? Es geht um diese kleine Catering-Firma, um die du dich gerade kümmerst. Die Arbeit kannst du dir sparen. Ich kaufe sie. Du machst was? Ich werde diese Firma kaufen. Aber die Firma hat doch gar kein Potenzial. Was willst du denn damit? Oh, man kann die Konkurrenz nicht früh genug ausschalten. Nicht, dass sie uns noch mehr zum Einstürzen bringt. Also du erkennst den Frosch wirklich schon, wenn er noch eine Kaulquappe ist. Gut. Was habe ich falsch gemacht? Du erzählst mir, alles sei in bester Ordnung und hinter meinem Rücken. Was hätte ich denn tun sollen? In 2 Wochen ist dieser Banktermin. Weißt du, was das bedeutet? Du ruinierst mich. Du spielst mit meiner Existenz. Ich spiele? Ich spiele überhaupt nicht. Ich reiß mir gerade alle Beine für dich aus, Papa. Hast doch keine Ahnung vom Geschäft. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Aber ich mache das jetzt. Und du musst mir vielleicht einfach nur mal vertrauen. Hast du jemals in deinem Leben etwas erfolgreich zu Ende gebracht? Vergiss deine Tabletten nicht. Tiefer, tiefer, tiefer. Mehr, mehr, mehr. Ja, noch ein Stück. Stopp! Ach, das sieht fantastisch hier aus. Ich wusste es. Gefällt's dir auch? Ja. Jetzt geh doch mal ran. Nicht so wichtig. Oh, ich muss zum Pfleger. Wetten, der hat Verspätung. Nach Düsseldorf ist das immer so. Ja. Hallbauer? Hallo, ich bin's, Katharina. Grüße Sie. Ich habe im Moment keine Zeit. Können Sie mich später nochmal anrufen? Ja, ja, klar. Ich... Wieso denn jetzt eigentlich Sie? Ja. Ich wollte dich einfach mal hören. Mir geht's nicht so gut. Was war das denn? Ben? Eine Klientin. Lass mich raten. Catering? Ja. Schon wieder Schwierigkeiten. Genau. Ich muss mir aber keine Sorgen um dich machen, oder? Natürlich nicht. Wieso? Soll ich dich gleich zum Flughafen fahren? Nein, danke. Ich nehme ein Taxi.
Und wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, dann... Ja, dann? Sie pflegen wohl eine gleitende Arbeitszeit, wenn ich das richtig sehe. Gleitende Arbeitszeit, das ist gut, das gefällt mir. Waren wir verabredet? Wir sind jetzt dauerverabredet, Frau Schneider. Wir arbeiten zusammen. Sie haben gestern schon verstanden, worum es geht, oder? Doch, doch, ja, klar. Gut. Dann brauche ich die Rechnungsunterlagen der letzten 5 Jahre, alle Lieferantenverträge, Personalakten und Mietverträge, ja? Gut, besorge ich Ihnen. Und wenn Sie nächstes Mal noch bitte sagen, kriegen Sie vielleicht sogar einen Kaffee. Sehr gerne. Guten Morgen. Morgen. Huch, was ist denn hier schon los? Guten Morgen, Frau Pasemann. Ich habe Frau Schneider schon um die Unterlagen ab 2002 gebeten, wenn Sie mir die bitte bringen könnten. Ja, aber wo soll ich da... Bitte. Ja, natürlich. Ich bemühe mich. Menschenskind, meinst du, das geht jetzt so weiter? Keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan, das merkt er doch. Du musst also tun, als ob du auch die Akten studierst. Und wo? Der hat sich doch total breit gemacht an Papas Schreibtisch. Was soll das denn? Ich kann mich ja schlecht noch neben Sie quetschen. Gut, dann fangen wir mal an. Mein Name ist Albert Fröhlich. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin der Chef des Servicebereichs, oder wie es früher hieß, der Oberkellner. Der Herr Fröhlich. Fest angestellt? Ja, klar. Tja, dann gehe ich mal wieder. Ich komme mal mit. Mich wahnsinnig. Der macht die ganze Zeit Häkchen. Was macht der da? Frau Pasemann, mir fehlen noch diverse Abrechnungszeiträume aus dem Jahr 2003, 4 und 06. Da müsste ich noch mal ins Archiv. Schwing dich auf deinen Sattel, aber Tempo, Baby. Ja, Entschuldigung. Susi Allen. Wir alle haben uns hier versammelt, um dich zu feiern. Deine Schönheit, deine Liebreiz, deine ewige Jugend. An dieser Stelle möchte ich auch unserer hinreisenden Tochter Betty danken für diese tolle Organisation und unserer lieben Freundin Sophie Linzer für das ausgezeichnete Barbecue. Es war mir eine Ehre, für so eine außergewöhnliche Persönlichkeit wie meine liebe Freundin Susi koche ich natürlich selbst. Liebe dich. Übrigens, Bartl, alle Rezepte können Sie nachlesen in meinem neuesten Buch. Am Grill mit Sophie Linzer. Ein wunderbares Buch. Ein wunderbares Buch. Ha, ha, ha.
Also, herzlichen Glückwunsch. Na, schmeckt's? Möchten Sie noch einen Nachschlag? Entschuldigung, sind Sie deppert. Zuerst nerven Sie alle mit dem scheiß Handy. Und dann fressen Sie mein Buffet leer. Au! Entschuldigung, geht's wieder? Alles zum Besten im Wilden Westen. Soll ich ihr noch was zu trinken bringen? Ich störe nur ungern, aber ich glaube, die Musik spielt da drüben. Herr Bateng, Chief. Danke. Sie haben da was. Hä? Da hat man schlechte Zeiten, das kriegt man doch in den Griff. Erstens. Wir sparen uns viel Zeit und Energie, wenn Sie so tun, als ob Sie den Durchblick in der Firma hätten. Zweitens, überlassen Sie das Geschäftliche mir. Und drittens, Sie müssen sich von Ihren Angestellten trennen. Bitte. Betriebsbedingte Entlassung. Kein Geld, keine Löhne. Damit eins klar ist, ich werde niemandem kündigen. Gut, dann verkaufen Sie. Frau Schneider, wenn Sie die Firma wirklich retten wollen, müssen Sie Ihre Gefühle am besten vergessen. Fast alle Angestellten sind über 50. Die kriegen doch nie mehr einen Job. Das ist unverantwortlich. Genau das ist Gefühlsduselei. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Verkaufen. Nein! Gut, dann Aufträge akquirieren, effizient arbeiten und Zeitarbeitskräfte einstellen. Die bilden keinen Betriebsrat, in dem er sich auseinandersetzen muss. Was anderes fällt Ihnen nicht ein? Sie sind doch der Berater. Frau Schneider, mal ganz ehrlich. Was können Sie, was der Firma wirklich nützt? Sonst noch was? Sie sind so... Ich habe einen Termin. Wiedersehen. So, wir machen es nochmal. Akkord halten bis zu meinem Zeichen. Und... Frau Schneider, mal ehrlich. Was können Sie, was der Firma wirklich nützt? Oh, Entschuldigung. Gibt's denn irgendwas, was Frau Schneider ändern kann oder ändern wird? Ich meine, Änderungen, die der Firma wirklich nützen. Dazu steht gar nichts in Ihrer Analyse, Herr Halber. Ist alles in Ordnung? Ach, ich kann meine Angestellten nicht mehr bezahlen. Dabei kennen die mich, seit ich so bin. Und der Halbauer macht Druck. Halbauer? Ja, so ein Berater. Und was schlägt er denn vor? Wer? So ein Berater. Akquirieren. Ich soll Aufträge akquirieren, aber wo sollen die denn herkommen? Ich habe eine Idee. Das Saubeutel. Den ganzen Tag in der Besprechung. Und wann kann man dann den Dr. Sommer wieder erreichen? Morgen? Oh. Ja, gut, gut, danke, wiederhören. Thank you.
glaube, ich muss jetzt los. Herzchen, du hast noch eine Stunde Zeit. Und jetzt hör auf, Kaffee zu trinken. Du springst ja gleich durch die Decke. Hier, Nervennahrung. Danke. Die Banker werden dir schon nicht den Kopf abreißen. Hauptsache, du bleibst cool. Und was soll ich denen sagen? Ohne diesen Auftrag von Herrn Sommer habe ich doch nichts vorzuweisen. Doch. Dich. Das ist in deren Augen aber nichts. Gar nichts. Toi, toi, toi. Hast du noch einen speziellen Wunsch? Du bist doch der Koch. Was ist das denn für ein Fuchs? Ja, da kommt hier nicht aus. Ah, Frau Schneider. Guten Tag, kommen Sie doch rein. Tag. Darf ich? Gern. Wir sind schon sehr gespannt. Wir? Oh, der Beutel. Geh ran, bitte, geh ran. Ich will nicht verkaufen. Oh, Entschuldigung. Frau Schneider. Ja. Meine Mitarbeiter sind im Moment wirklich hoch motiviert. Schauen Sie, es läuft doch. Die fälligen Raten sind nur zu einem Viertel gedeckt. Haben Sie denn wenigstens Aufträge in naher Zukunft? Ja, ja, ich bin mitten in Verhandlungen. Die Auftragslage in der Gastronomie ist sehr schwierig. Und alle ausstehenden Schulden übernehmen und einen symbolischen Euro bezahlen. Ein Euro? Aber Herr Hallbauer hat mal was von 10.000 gesagt. Herr Hallbauer ist für Sie nicht mehr zuständig. Aber warum ist Frau Linz das Angebot denn so niedrig? Tja, warum denn, ha? Tja, das Unternehmen ist total marode. Und auf Ihre paar zerbeulten Servierplatten, da kann man doch wirklich getrost verzichten. Frau Linzer, die macht das doch nicht aus Nächstenliebe. Warum will die denn die Firma unbedingt haben, wenn sie nichts mehr wert ist, ha? Also unsere Kanzlei hat da schon mal etwas vorbereitet. Schlüssel steckt. Was tust du denn, Hensch? Spürst du mal? Ich kann das nicht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, Frau Schneider. Und dabei habe ich so für Sie gehofft. Schade. Was für ein Datum ist heute? Der 27. Was machst du denn hier? Ich vertrete die Interessen der Firma Schneider. Nein, das ist meine Aufgabe. Meine Herren, ich vertrete mich selbst. Hat Herr Beutel Sie schon darüber informiert, dass Frau Schneider einen Auftrag akquiriert hat, der dem Unternehmen ab sofort jährlich eine 250.000 Euro Umsatz garantiert? Nein. Die Firma ist mehr als gerettet. Das interessiert uns natürlich brennend. Frau Schneider hat von Herrn Dr. Sommer den Auftrag bekommen, sämtliche Kongresse des Deutschen Apothekerverbundes für die nächsten 2 Jahre auszurichten. Was? Und warum sagt uns das niemand? Davon habe ich nichts gewusst. Ach ja? Das hier ist eine Auftragsbestätigung, die ich auf meinem ehemaligen Schreibtisch gefunden habe. Du hast ihr nichts davon erzählt. Dabei ist es nur Ihrem persönlichen Wirklich nichts. Mein Vater hat vor 40 Jahren diese Firma gegründet. In 3 Jahren geht er in Rente und dann kommen Sie hier an? Beruhigen Sie sich. Ich hab doch
reden! Die geben mir 3 Wochen, die Firma zu retten. Das schaffe ich nicht. Nie. Wann kannst du denn wieder mit deinem Vater reden? Lohnt sich's überhaupt, die Firma zu retten? Und die Tochter hat tatsächlich überhaupt keinen Plan? Nee, null. Tut aber so. Jetzt schaue ich mir den Laden erstmal an. Attraktiv? Ziemlich marode, keinerlei Vermögenswerte. Mensch, ich meine die Tochter. Ach so. War auf der Westernparty, die Klavierspielerin. Ach, na, dann würde ich ja eher die Tochter sanieren, die Firma. Frank, wir sind hier nicht in der Kanzlei. Hör mal, Konfuzius sagt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Erzähl das mal Betty. Ja, jetzt komm, los. Die Firma, das ist sein Ein und Alles. Du hast doch den Berater, der muss dir helfen. Der will alles nur ganz schnell loswerden. Außerdem kann ich mir so einen Berater überhaupt nicht leisten. Brauchst du doch gar nicht. Die Bank zahlt den Berater. Und wenn die Firma wieder flüssig ist, dann holen sie sich das Honorar zurück. Was der alles weiß. Probier. Ja. Tüger, ich bin begeistert. Wie sieht er eigentlich aus? Wer? Na, der Berater. Das ist doch total unwichtig. Doof. Na dann. Was mit dem Coq-au-vin? Ich hab keinen Hunger. Katharina. Hallo Katharinchen. Ich habe dem Herrn schon alles über unsere Firma erzählt. Welchem Herrn? Den Berater. Oh, der ist schon da? Ja, der ist schon da. Seit 47 Minuten. Sie pflegen wohl eine gleitende Arbeitszeit, wenn ich das richtig sehe. Gleitende Arbeitszeit, das ist gut, das gefällt mir. Waren wir verabredet? Wir sind jetzt dauerverabredet, Frau Schneider. Wir arbeiten zusammen. Sie haben gestern schon verstanden, worum es geht, oder? Doch, ja klar. Gut, dann brauche ich die Rechnungsunterlagen der letzten 5 Jahre, alle Lieferantenverträge, Personalakten und Mietverträge, ja? Gut, besorge ich Ihnen. Und wenn Sie nächstes Mal noch bitte sagen, kriegen Sie vielleicht sogar einen Kaffee. Sehr gerne. Das sind die Reste einer Bohnensuppe. Krötensuppe. Ja. Alles bio, total gesund und lecker. Rogalinski, Gewerbeaufsicht. Kann ich mal Ihre Gesundheitszeugnisse sehen? Oh, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Und die Arbeitspapiere? Arbeitspapiere, da sind wir noch gar nicht dazugekommen. Aber natürlich bezahle ich ihn. Schwarzarbeit. Ihren Ausweis bitte. Den habe ich jetzt auch nicht dabei. So, Sie und Ihre Mitarbeiter kommen jetzt mal mit zum Polizeirevier. Zur Feststellung der Personalien. Ja? Oh, Frau Wegener, Sie sind wirklich ein Schatz. Ja, Zimmer 409, Station 5. Gut. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Mensch, den Kindern hat unser Essen geschmeckt. Bruno, und den Muttis hat's auch gefallen. Kannst ja noch mal umsatteln. Ich bin doch schon vergeben. So, das war's. Das Verfahren wird gegen ein geringes Bußgeld eingestellt. Sie können alle gehen. Allerdings müssen Sie morgen zum Gesundheitsamt. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Ja. Danke. Ciao. Na los, entschuldige dich bei ihm. Ich wollte mich noch bei Ihnen entschuldigen. Ja. Es wundert mich überhaupt nicht, dass es so weit gekommen ist. Immer alles schnell. Man muss die Dinge organisieren. Hab ich doch. Es gehört aber auch zu Ihren Aufgaben, dass man sich erkundigt, welche gesetzlichen Bedingungen zu erfüllen sind. Und wenn man es nicht weiß, muss man fragen. Im Zweifelsfall mich. Gut, das mache ich beim nächsten Mal. Und jetzt will ich Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie, ich fahre Sie nach Hause. In dem Aufzug können Sie ja nicht auf die Straße. Gefalle ich Ihnen etwa nicht? So habe ich das nicht gemeint. Mein Auto steht da hinten. Der große. Gut.
Entschuldigung. Bin ich hier richtig bei Hubert Schneider? Ja. Solange Sie nicht mit dieser Ärztin im Bunde sind. Den anderen Quacksalbern. Sehe ich so aus? Aber dass die Aufgabe nicht heute kontrollieren müssen. Denen hat sicher jemand einen Tipp gegeben. An solche Zufälle glaube ich nicht. Kurt, der ehemalige Koch. Kann sein. Aber vergessen Sie es. So ein Schwein. Mann! Das war knapp. Haben Sie gesehen? Einfach so rüber. Zack, ja? Alles in Ordnung? Oioioi, was ist denn passiert? Da, diese Drecksschokolade. Auf jeden Fall, was ist los? Oh Gott. Und schau mal hier. Mama meint, da könnten wir gut einen Kamin einbauen. Was meinst du? Deine Mutter will aber nicht mit einziehen. Ach, jetzt hab dich doch nicht so. Sie möchte halt einfach ein bisschen an unserem Leben teilhaben. Und zum Einzug machen wir ein riesengroßes Fest mit Catering und allem, was dazu gehört, ja? Bisschen teuer, findest du nicht? Du, meine Eltern würden uns auch 500.000 zu dem Kauf dazugeben. Ich will kein Geld von deinen Eltern. Geliehen, nicht geschenkt. Will ich nicht. Sag mal, findest du auch, dass ich wie ein Eisklotz bin? Mit Schokolade ist es wie mit Männern. Auf kleiner Flamme kochen und rühren, bis sie weich werden. Wenn das immer so leicht wäre, Jochen. Was ist denn jetzt mit diesem Herrn, der Berater? Herr Hallbauer. Ja? Es klumpt. Und mit deinem Vater? Ich war heute nicht im Krankenhaus, hab's einfach nicht geschafft. Du bist doch jetzt eine Geschäftsfrau. Da hat man Termine, man kommt zu nichts mehr. Ja, genau. Und das will ich überhaupt nicht. Katharina, ganz ehrlich, da musst du jetzt durch. Ach, shit. Das Dreckszeug wird schon wieder hart. Wir brauchen Bruno. Die Schokolade darf einfach nicht so heiß werden. Und im richtigen Moment muss ein bisschen Butter rein. Sieht super aus, ne? Hallo. Hallo. Ich bräuchte noch die Steuererklärung vom letzten Jahr. Die hatte ich Ihnen doch schon mitgegeben. Tatsächlich? Tatsächlich. Tja. Und, wie läuft's? Bestens. Das ist übrigens der Herr Hallbauer. Ah. Das ist Herr Bruno, wie heißt denn du noch? Töllner, mit OE. Töllner, unser neuer Koch. Guten Tag. Was ist denn mit dem alten Koch? Gekündigt. Ach ja? Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Soll ich das jetzt als Kompliment auffassen? Genau. Und tun Sie sich selbst den Gefallen, sorgfältig zu planen und nicht locker aus dem Handgelenk zu. Wie ist manchmal. Das müssen wir natürlich verschieben, bis sich die Wogen geglättet haben. Dieter, ich werde hier nicht weiter arbeiten. Ich kündige. Das erlaube ich nicht. So einen Job wie hier bekommst du nie wieder. Ich weiß. Aber ich habe mich entschieden. Das ist doch lächerlich. Was willst du denn dann machen? Tolle Präsentation. Fantasievoll, Frau Schneider. Sehr originell. Ich werde das mit dem Vorstand jetzt gleich besprechen und gebe Ihnen morgen Bescheid. Vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Und grüßen Sie Christel. Herzlich. Das mache ich. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, doch, da sind Sie hier richtig.
Worum geht es denn? Ja, das ist ja großartig. Ja, Frau Schneider ist im Moment leider nicht da, Herr Dr. Sommer. Aber wenn ich Ihnen helfen kann... Guten Morgen. Stell dir vor... Der Sommer will heute noch anrufen. Wir haben gute Chancen. Mensch, Katrinchen, das wäre doch die Rettung. Dann sind wir diese Beraterhorden endlich los. Was meinst du denn damit? Das ist doch nur einer. Na, jetzt haben die noch so einen Klugscheißer geschickt. Nein. Doch! Ja, Herr Dr. Sommer, das Fax läuft gerade durch. Einen Augenblick. Ja, die Auftragsbestätigung ist jetzt da. Vielen Dank. Ja, mach ich. Auf Wiedersehen. Und um 9 stand er schon vor der Tür. Und seitdem nervt er. Was machen Sie denn hier? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin doch der Beutel. Frank Beutel. Oh, schöne Frau, wir kennen uns doch. Ich habe Sie noch nie in meinem Leben gesehen. Doch, 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 doch. Auf Susi Reisers Geburtstagsparty und vor ein paar Tagen bei uns im Club beim Judo-Training. Da waren Sie genauso feurig wie jetzt, die kleine Wildkatze. Die kleine Wildkatze, die wischt Ihnen gleich eine. Ich brauche keine zwielichtigen Berater, die mich aufs Kreuz legen wollen. Jetzt mal ganz langsam. Ich werde hier nämlich den Verkauf der Firma weiter abwickeln. Ich werde aber gar nicht verkaufen. Wenn Sie glauben, Sie können mich genauso einlullen wie den Ben... Haben Sie sich geschnitten? Verschwinden Sie. Sofort. Sie schmeißen mich raus? Das würde ich mir an Ihrer Stelle aber überlegen. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Christel? Morgen Abend habe ich schon einen Geschäftstermin. Aber übermorgen, in der Firma. In der Firma, gut. Gut, genau. Bis dann. Sag mal, wo bleibt denn Ben? Der schafft's nicht mehr. Oh. Nicht so schlimm. Habe ich mich wohl mal wieder geirrt. Mama? Ja? Hallo. Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Ja, ich weiß, wie spät es ist. Aber ich brauche einen Ratschlag. Moment. Doch, das lässt sich einrichten. Um 19 Uhr, gut. Bis dann, wiederhören. Noch ein Auftrag. Das wird ja immer besser. Eine Galeristin lädt mich zu ihrer Vernissage ein. Klang nett? Willst du einen Kaffee? Da wird der Herr Hallbauer aber Augen machen. Wenn er sich überhaupt noch dafür interessiert. Das ist ja alles beeindruckend. Und das hier soll jetzt was darstellen? Das Geflecht des Miteinanders aller Menschen auf der Welt. Aber letztlich sucht jeder nach dem Einzigen. Ben. Ich dachte, du hast einen Geschäftstermin. Was machst du denn hier? Ja, lass uns hier verschwinden. Warum flüsterst du? Was ist denn los? Erzähl ich dir alles draußen. Komm. Hey, ich habe hier auch was geschäftlich zu erledigen. Verzeihung. Betty Reiser, wir hatten heute Morgen miteinander telefoniert. Das freut mich. Es freut mich sogar sehr. Schön haben Sie es hier. Ach, und das Catering macht heute bei Ihnen Sophie Linzer? Ja, schon immer. Ben, bist du so lieb und holst uns einen Sekt? Schatz? Sekt? Was ist denn? Verstehe. Das hat sich dann wohl erledigt. Ja, das tut mir leid, aber Frau Linzer hat mir eben erst erzählt, dass sie ihre Firma kaufen wird. Bitte? Aber davon hast du doch gewusst. Hast du ihr etwa noch nichts davon erzählt? Nee. Katharina, ich wollte dir das die ganze Zeit sagen. Hau ab! Lass mich in Ruhe! Mann, wie konnte ich so dämlich sein, auf dich reinzufallen? Bitte. Geh rein, geh zu ihr! Ich will dich nie wiedersehen. Gut, dann fangen wir mal an.
Guten Tag. Mein Name ist Albert Fröhlich. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin der Chef des Servicebereichs, oder wie es früher hieß, der Urkellner. Der Herr Fröhlich. Fest angestellt? Ja, klar. Tja, dann gehe ich mal wieder. Ich komme mal mit. Der macht mich wahnsinnig. Der macht die ganze Zeit Häkchen. Was macht der da? Frau Pasemann, mir fehlen noch diverse Abrechnungszeiträume aus dem Jahr 2003, 4 und 06. Da müsste ich noch mal ins Archiv. Haben wir ein Archiv? Ja, seit einer Minute. Frau Schneider, könnte ich noch die Liste mit den nächsten Veranstaltungen bekommen? Ja, da gibt's nicht viel. Die Taubenzüchter heute Abend. Die Jahresversammlung des alteingesessenen Münchner Taubenzüchtervereins Henriette. Ja, wir betreuen diese Kunden schon seit über 20 Jahren. Über 20 Jahre. Und was noch? Da müsste ich erst mal nachschauen. Ja, tun Sie das. Das brauche ich heute noch, inklusive Kalkulation. Sagen Sie, funktioniert der noch? Ja, klar. Das ist mein Computer. Wieso? Nur so. Es gibt gar keine anderen Aufträge, oder? Hier meine Lieblingstaube Madeleine. Meine jüngste Emily hat sie großgezogen. Ihren bisher schönsten Einsatz. Aber hallo. Bei der Hochzeit, ja, was ist mit mir? Also zur Freude aller Gäste. Stimmt irgendwas nicht? Irgendwas? Es stimmt überhaupt nichts. Ich meine, würdest du dich hier amüsieren? Wir machen das aber schon seit 20 Jahren so. Hat sich bisher noch keiner beschwert. Ich mag eh keine Tauben. Frau Schneider, mal ehrlich. Was können Sie, was der Firma wirklich nützt? Oh, Entschuldigung. Gibt's denn irgendwas, was Frau Schneider ändern kann oder ändern wird? Ich meine, Änderungen, die der Firma wirklich nützen. Dazu steht gar nichts in Ihrer Analyse, Herr Halbauer. Ist alles in Ordnung? Ach, ich kann meine Angestellten nicht mehr bezahlen. Dabei kennen die mich, seit ich so bin. Und der Halbauer macht Druck. Halbauer? Ja, so ein Berater. Was schlägt er denn vor? Wer? So ein Berater. Akquirieren. Ich soll Aufträge akquirieren, aber wo sollen die denn herkommen? Ich habe eine Idee. Du wirst sehen. Du wirst den Drachen schon überzeugen. Frau Schlee, Sie müssen sich um nichts kümmern. Schaffen Sie das überhaupt mit Ihren Vorbereitungen bis übermorgen? Das ist überhaupt kein Problem. Unsere Firma arbeitet ja blitzschnell. Also wir sind auch Meister im Improvisieren. Improvisieren? Frau Schneider meint die künstlerische Seite. Die Firma selbst arbeitet wie ein Schweizer Uhrwerk. Und was darf ich dann unter künstlerisch verstehen? Ein Motto zum Beispiel? Haben Sie schon ein Motto? Nein, hatten wir noch nie. Dann haben Sie jetzt eins. Aha. Und was für eins? Drache. Eine Drachenparty vielleicht für die Kinder? Hä? Der kann doch bestimmt was locker machen. Der? Der will einsparen. Der will euch wegrationalisieren. Der spricht von Zeitarbeitskräften. Was? Das hat uns gerade noch gefehlt. Am Ende kommen noch so schwindelige Studenten. Die haben von diesem Geschäft überhaupt keine Ahnung. Ich will das ja auch nicht. Mit Verlaub, Fräulein Katharina, zwischen wollen und können ist ein himmelweiter Unterschied. Sie haben noch sehr wenig Erfahrung in dem Gewerbe. Das stimmt. Aber ich werde mich bemühen, das verspreche ich euch. Wenn ihr bei dieser Kindergartenparty nicht umsonst mitmacht, dann schaffen wir das nicht. Umsonst? Es tut mir leid, aber da bin ich raus. Ich lasse mich von dir nicht ausbeuten.
Kindergartenparty. Sowas hatten wir zuletzt vor 20 Jahren. Ihr seid das Herz der Firma. Auf euch kommt's jetzt an. Ihr wollt doch nicht auf der Straße stehen. Ein wunderbares Buch. Also, herzlichen Glückwunsch. Schmeckt's? Möchten Sie noch einen Nachschlag? Entschuldigung, sonst deppert. Zuerst nerven Sie alle mit dem scheiß Handy. Und dann fressen Sie mein Buffet leer. Au! Entschuldigung, geht's wieder? Alles zum Besten im Wilden Westen. Soll ich ihr noch was zu trinken bringen? Ich störe nur ungern, aber ich glaube, die Musik spielt da drüben. Der Bart hängt schief. Danke. Sie haben da was. Hä? Das ist doch der Penis. Ein Buffet. Morgen. Moin. Ein Tomatensaft mit Salz und Pfeffer und das Bordmagazin, bitteschön. Ist wohl spät geworden gestern. Gestern? Gestern war der schlimmste Tag in meinem Leben. Aha. So wie damals, als du dich auf dem Balkon ausgesperrt hast und die Feuerwehr dich retten musste? Da konnte ich überhaupt nichts dafür. Gestern war es anders schlimm. Richtig schlimm. Was denn? Ich habe den Job bei der Band verloren. Das ist nicht schlimm. Ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Das ist schlimm. Erzählst du uns beim Frühstück genau, was passiert ist? Und? Werden. Was? Ja, Juniorpartner. Und darüber habt ihr gestern Nacht noch gespielt? Ich. Ein bisschen später, Schneider. Weiß deine Ärztin, dass du hier bist? Nein. Hat mich heimlich davon gestohlen. Du siehst aber nicht gerade gut aus. Du auch nicht. Du gehörst ins Krankenhaus. Ich weiß, ich bin nicht immer einfach. Das stimmt. Katharina, ich möchte dir was sagen. Du bist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Und ich bin stolz auf dich. Wie du hier den Laden schmeißt, das hätte ich dir nicht zugetraut. Papa, ich bin gar nicht wegen dir so fertig. Ach, wieder wegen einem Mann. Selber schuld.
Das sagst du doch nur, weil du nicht mehr ein noch ausweist. Katharina, du musst nicht für mich den Karren aus dem Dreck ziehen. Doch. Sophie Linzer will die Firma kaufen. Die Linzer? Wir können uns doch nicht unterkriegen lassen, oder? Nein. Lassen wir nicht. Und? Was? Und? Alles bestens. Aha. Schön. Wenn sie will, überschreibe ich Katharina die Firma. Herr Schneider, und wenn Ihre Tochter nicht will? Dann meine Tochter wird das machen, was für sie richtig ist. Und wir beide? Steig ein, Hubert. Ich weiß, ich bin nicht immer einfach. Das stimmt. Katharina, ich möchte dir was sagen. Du bist das Wichtigste, was ich habe in meinem Leben. Und ich bin stolz auf dich. Wie du ihr den Laden schmeißt, das hätte ich dir nie zugetraut. Papa, ich bin gar nicht wegen dir so fertig. Ach, wieder wegen einem Mann. Schuld. Das sagst du doch nur, weil du nicht mehr ein noch ausweist. Katharina, du musst nicht für mich den Karren aus dem Dreck ziehen. Doch. Sophie Linzer will die Firma kaufen. Die Linzer? Wir können uns doch nicht unterkriegen lassen, oder? Nein. Lassen wir nicht. Und alles bestens. Aha. Schön. Wenn sie will, überschreibe ich Katharina die Firma. Herr Schneider, und wenn Ihre Tochter nicht will? Dann meine Tochter wird das machen, was für sie richtig ist. Und wir beide? Steig ein, Hubert. Katharina! Woher weißt du, dass ich hier bin? Ich habe deine Sekretärin ausgequetscht. Katharina, wir müssen reden. Lass mich in Ruhe! Macht es dir Spaß, mich so zu verraten? Ich habe dich nicht verraten. Ach, was denn? Erst küsst du mich, dann erzählst du mir nichts von deiner Freundin und dann versuchst du hinter meinem Rücken die Firma an diese Zicke zu verramschen. Wenn das kein Verrat ist, ha? Huh? Ich kann dir alles erklären. Gut, dann fang mal an damit. Ich... Oh, dein Lieblingswort. Weißt du was? Die Firma geht dich überhaupt nichts mehr an. Es geht mir nicht um die Firma. Es geht um uns. Ach, uns? Uns gab es nie. Das habe ich gestern Abend begriffen. Lass mich in Ruhe. Leb du dein kleines Beschiss.